Moin Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen, Russian Fishing 4. Wir ziehen hier den nächsten Schuppenkarpfen an Land. Biss habt ihr gesehen. Und aber mal gucken, was das hier für einer ist. Also gekämpft hat er nicht. Also glaube ich nicht, dass der besonders groß ist. Schätzen wir unter 5 Kilo noch. Oder? Der unter 5 Kilo, der ist nicht ganz so groß. Er ist schon dunkel gefärbt, also über 2 Kilo. Boah, 5 Kilo hat er genau. Ja, top. Nehmen wir doch. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt aus der Erfahrung raus muss man sagen, in den Abendstunden beißt es so ein bisschen mehr, ne? Also es beißt hier in den Abendstunden echt ein bisschen besser. Ja gut, den lassen wir noch mal ein bisschen ziehen. Den. Das war meine Wasserflasche, die der Hund umgeschmissen hat. Hervorragend. Sehr nett. Sehr nett. So. Oh, komplett die Spannung verloren, ausgeschlitzt. Aber klar, ey. Ich habe nichts gemacht, ne? Ich habe wirklich gar nichts gemacht und der Fisch schlitzt aus. Hat er einmal kurz die Spannung verloren und weg war. Top. Welch Freude. Jo. Oh. Da ist doch glatt unser Futter auf. Dann nehmen wir mal den nächsten Stack hier. Und da haben wir auch schon den nächsten Biss. Na, der lässt sich aber direkt einkurbeln. Er scheint wahrscheinlich nicht so groß zu sein. Der könnte größer sein. Ja, schade. Da ist er auch schon. Der nächste Schuppi. 2,9 Kilo. Also ihr braucht nicht unbedingt die teuren Boilies zu kaufen. Ja, es reicht auch, wenn ihr hier den Honigteig benutzt. Der reicht am 18er vollkommen aus. Vor allem habt ihr eine granatenmäßige Bissfrequenz. Also die Bissfrequenz ist kaum zu übertreffen. Das macht echt wohl Spaß, mit Honigteig hier zu angeln. Aber die Fische sind natürlich nicht ganz so groß, ne? Also die Fische, also von der Größe her muss man ganz klar sagen, geht das natürlich mit den Boilies ein Ticken besser. Die zwei werfen wir gleich nochmal neu aus, aber erstmal müssen wir noch ein bisschen Energie bekommen. Da. Aber wir sind schon wieder satt. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, zieh nochmal rein, schmeiß nochmal aus. So, erzählt doch mal, wo ihr aktuell die Fische gut fangt. Ich werde es dann am Sonntag, beziehungsweise ich werde es direkt lesen, allerdings vom Strand aus, weil ich mich nämlich im Wochenendurlaub befinde und nicht am Schreibtisch sitze. Da haben wir doch mal einen Gruß hier. Moin. Falschen Knopf gedrückt. So. Da ist aber auch nichts Großes, ne? Das könnte auch größer sein. Das ist auch nichts Großes. So, wir fangen hier einen. Ich tippe mal auf den Schuppenkarpfen und. Da kommt er schon. Oh, der sieht. Ah, ne, so groß ist er dann doch nicht. 3,756 Kilo. So, nochmal neu ausgeworfen. Hinten schön ans Schilf ran. Ich glaube, das war sogar schon wieder zu weit.
So, dann will ich auch hoffen, dass wir heute auch mal was Größeres fangen. Zur Not morgen in der Folge. Müssen wir mal schauen. So 12 Kilo. Auf jeden Fall zweistellig wäre cool. Warten wir mal eben kurz ab. Und schauen mal, was da geht. So. So, gerade in der Nacht kann es wohl mal vorkommen, dass die Bissfrequenz ein bisschen untergeht, aber fangen tut man trotzdem in der Nacht. Hier sieht man, wir haben auf V2 nochmal ein Biss. Mal gucken. Das soll mal richtig abziehen jetzt. Ah, jetzt geht er ab. Na, so klein, so groß ist er gar nicht. Das ist was richtig Kleines, ey. Und Karausche. 769 Gramm Karausche auf den teuren Brombeerboilie. Sehr nett. Aber das ist ja ein Boilie teurer als der Fisch. Hervorragend. Welch Freude. Also schlimm ist glaube ich nicht. Ich glaube, die 20 kosten irgendwie, keine Ahnung, knapp 10, also 50. 0,5 Silber, denke ich. Silber werden es ungefähr sein pro Köder, die man auch wieder reinholen muss beim Fischen. Das ist einfach so. Was haben wir denn für einen Tag? Wir haben schon 28. Ne? Wahnsinn. Den 28. haben wir schon wieder. Aber in erster Linie, wenn ihr guckt, ne, alles Schuppenkarpfen im Chat. Ja, kleiner Spiegelkarpfen dazwischen, der sich so ein bisschen verirrt hat. Ging er jetzt in eine Bremse oder nicht? Ich glaub, er hatte so das Gefühl, dass er sich nicht entscheiden kann. So, ich muss eben schreiben. Strich 1. So. Ja, ist klar, dass er in die Bremse geht. Wir haben die Bremse nämlich auf 12. Aber der geht bei deutlich über 20, geht auch noch an die Bremse. Das ist ein gutes Zeichen, das gefällt mir. So soll es laufen, ne? So soll es laufen. Ja, Leute, wir müssen erstmal ziehen lassen. Dann haben wir auf H2 auch direkt den Biss. Der scheint auch noch dran zu sein. Ist auch nicht ausgeschlitzt. Oh, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten hier. Wir haben aber sicherheitshalber hier 149 Meter auf der Rolle. Dementsprechend kann der Fisch ein bisschen was abziehen, ohne dass uns gefährlich wird. 149 Meter reichen hier vollkommen aus. Also so knapp um die 100 Meter ist hier der Bereich breit. Also um die 100 Meter kommt man noch klar darüber hinaus. Ich hatte schon, ich meine, ich hatte auch schon nur 96 Meter auf der Rolle. Selbst da habe ich einen Fisch rausgekriegt. Zieht auch ein bisschen Schnur. Ah, gut, die Bremse läuft. Das ist schon mal gut. Ich hatte schon Angst, dass ich die Bremse zu habe. Dann hätte ich natürlich später ein Problem. So, er hat aber noch nicht mal die Hälfte der Schnur abgezogen. Von daher ist das noch ganz entspannt hier. Aufpassen, dass wir hier die Spannung nicht verlieren.
Aber ich glaube, er weiß noch gar nicht so richtig, was er will. Hier, Wochenrekord, 5,7 Kilo. GZ, GZ, 5,7 Kilo, top. So einen großen habe ich auch noch nicht gefangen. Das ist schon mal ganz geil. Ganz großes GZ, falls es siehst. Ganz schöner Fisch. So, die andere Route bimmelt auch noch schön vor sich hin. Das ist immer ganz beruhigend zu wissen, dass wenn wir gleich zurückkommen, wir noch Arbeit vor uns haben. So, aber vorher möchte ich gerne diesen hier noch an Land kriegen. So, jetzt lässt er gerade ein bisschen nach. Ne, noch nicht. Er will es mal wissen. Dann lassen wir ihn noch ein bisschen ziehen. Aber so groß scheint er nicht zu sein. Der könnte Richtung zweistellig gehen. Das wäre schon ganz nett. So 10, 11, 12 Kilo. Wäre nochmal ein schöner Fisch, wenn wir den hier heute nochmal fangen sollten. Dann wäre ich ganz beruhigt und würde mich auch freuen über den Fang. Dann bin ich absolut zufrieden. Auch schön die Nacht, ne? Wenn ihr so ein bisschen aufs Wasser guckt und euch die Sterne, wenn ihr euch die Sterne spiegelnd im Wasser anseht. Ganz geil gemacht hier. Macht echt einen guten Eindruck. So, jetzt kommen wir hier einen Meter ran hier. Zeig mal, wer du bist, was du kannst. So, welchen Köder haben wir? Die Banane 20 haben wir drauf, ne? Banane 20 und der andere Biss auf Brombeere. Scheint bei Nacht ganz gut zu gehen. Nur den Lachs haben wir noch nicht ausprobiert. Da können wir gleich nochmal den Lachs irgendwo dran machen. Müssen wir dann morgen mal dran denken, beziehungsweise später dran denken, am nächsten Tag, beziehungsweise dann in der nächsten Nacht, ja, in der nächsten Nacht gucken, dass wir dann vielleicht den Lachs noch ein bisschen mit austesten, weil nachts scheint die Bisse kann ja doch ganz gut zu sein. Zwei Bisse hier gleichzeitig, beide nicht ganz klein, glaube ich. Also dieser hier geht schon, der ist schon ganz nett. Wir müssen nachher nochmal gucken, was die Fische so wert sind. Also die gehen schon ordentlich, also sie geben ordentlich Silber. Also wer ein bisschen Silber verdienen will und hier irgendwo unterwegs ist, der kann jedoch aktuell ganz gut Geld machen. So, jetzt kommt er ein bisschen näher, oder nicht? Hätte ich mal nichts gesagt, ne? Immer wenn man dann was sagt, dann ist es wieder vorbei. Kann echt nicht wahr sein. So, ich wollte noch einen Tee trinken. Tee? Boah, machen wir einen Tee. Tee geht immer. So. Morgen gibt es übrigens das Deutschland-Trikot bei Aldi im Sonderangebot. 2,75 oder 11 Pfandflaschen. Das stimmt ja gar nicht. Morgen ist Samstag, Sonntag. Oh Mann. Je nachdem, wie viel ich noch aufnehme, kann auch sein, dass er morgen schon Montag ist. Ich weiß es noch nicht. So, Fisch, komm mal auf den Meter ran hier. Sag mal, kann doch nicht wahr sein. Willst du mich ärgern oder was? Das reicht jetzt auch mit dem Feinden hier. Wenn du kein Trophy bist, kannst du mal ganz schnell hier rankommen. Sonst kommen wir gleich entgegengeschwommen. Das wäre auch eine coole Option, wenn ich ins Wasser könnte. Wäre zumindest ganz cool, wenn man ein bisschen tiefer ins Wasser könnte und dann den Fisch, was er sich beispielsweise schön mit dem Griff ins Maul aus dem Wasser holen kann. Oder vielleicht auch einen Haken bekommt, den man den Fisch dann haken kann und aus dem Wasser ziehen kann. Wäre auch eine ganz witzige Nummer. Kann es ja noch geben, es soll ja noch ein bisschen andere sehen und zu geben. Mehr wäre auch noch cool, ne? Das ist ja auch noch geil. Ein bisschen Meeresfischen. Oder zumindest in der Bucht oder sowas, in einer schönen großen Bucht. Das wäre auch eine coole Nummer. Warten wir mal ab, was die Zukunft uns hier bei Russian Fishing so bringt. Es gab ja immer wieder richtig geile neue Sachen. Also gut, die Sura hat mich ehrlich gesagt noch nicht überzeugt, muss ich sagen. Es macht Spaß, da zu fischen. Man fängt gute Fische, aber
Die Größe lässt echt zu, oder die Bissfrequenz lässt teilweise zu wünschen übrig. Es klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und in erster Linie braucht man da Köder, die ich aktuell nur mit Gold bekomme. Und da möchte ich echt kein Geld für ausgeben. Und leider komme ich gerade mit der Köderbeschaffung, mit der Skillung gerade nicht weiter. Das nervt mich gerade auch so ein bisschen. Mal gucken, wie das weiterläuft. So, aber es wird noch ein bisschen dauern mit dem Fisch. Zumindest glaube ich das. Von daher denke ich mal, sehen wir uns nachher oder wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir hier mit dem Drill fortsetzen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen für heute. Super geil euer Support in den letzten Wochen. Die letzten 4 Wochen waren echt genial, waren echt der Hammer. Also die Zuschauerzahlen haben sich locker verdoppelt, die Wiedergabezahl hat sich, glaube ich, sogar verdreifacht. Das ist echt der Hammer. Allein Abozahlen, ey, sensationell. Eure Beteiligung ist super geil. Freut mich total, dass euch das gefällt. Wenn ihr welche Wünsche habt, schreibt sie doch in die Kommentare, dann kann ich die in der kommenden Woche vielleicht umsetzen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder am Morgen. Am Sonntag, wenn es hier weitergeht mit dem Drill am 18er, wir müssen auch noch gleich den anderen Fisch reinholen. Also, bis denne, euer Keule.